Herzlich willkommen bei einer weiteren Explore Next Work Video Session hier bei uns. Wir erkunden und sprechen hier unterschiedliche Aspekte von Arbeitswelten und Arbeitskonzepten gemeinsam durch. Und das tun wir nicht einfach auf der Tonspur, sondern mit einem gemeinsamen Tool, das wir geschaffen haben, das Next Work Exploration Kit. Das ist der Name dafür. In Wirklichkeit ist es ein Wimmelbild. Das kennt ihr alle aus der Kindheit, wo es eine ganze Menge Dinge zu erforschen gibt. Im Prinzip sehen wir dort vier Arbeitswelten. Von links nach rechts nennen wir sie Function-Based, Activity-Based, Content-Based und Purpose-Based. Jetzt in diesem Slot steigen wir in die Function-Based-Welt gemeinsam ein. Und wir gemeinsam heißt die Genie von Our Patterns, die aus der Persönlichkeitsentwicklungssicht draufschauen wird. Der Christian, der aus der OE-Perspektive auf dieses Bild schauen wird, und ich, Bernhard, der sich dem Thema Raum widmen wird. Und da werden wir auch gleich beginnen. Und wenn wir auf dieses Function-Based-Gebäude schauen, dann sehen wir dort ja, richtige Schuhschachtler aufgestellte, ein Monolith, was Stabiles, etwas, was Sicherheit in der Brandung gibt. Da geht es auch um Grenzen, ganz wichtig. Wo ist meine Unternehmensgrenze? Wo sind die Grenzen? Für wem auch immer in meiner Organisation. Und auch diese Merkmale findet man wahrscheinlich beim Eingang von diesen Gebäuden. Das berühmte Drehkreuz oder vielleicht der Sicherheitsmann, der die Ankommenden noch kurz kontrolliert. Ganz oben findet man eine riesige Vorstandsetage, die wahrscheinlich auch die Verteilung der Fläche oder natürlich auch die Hierarchie und schon am ersten Blick wahrscheinlich klar macht. Und wenn wir uns dann hinein vertiefen in die Struktur der Arbeitsbüros, so findet man dort genauso strukturiert, wie diese Organisation ist, unsere kleinen Zellen, wo relativ klar ist, wer was tut in dieser Organisation und warum man daher in diesem und jenem Raum sitzt. Ja, und diese kleinteilige Struktur haben wir jetzt eh schon aus der Organisation heraus eigentlich ein bisschen begründet. Christian, erzähl uns da vielleicht ein Spur mehr. Wir befinden uns in einer klassisch funktionalen Aufbauorganisation, wo es Zuschreibungen und Klarheiten gibt über Aufbau, über Ablauf, über Abläufe, über Prozesse. Und es ist auch ersichtlich, quasi wer hat wo seinen Platz in dieser funktionalen Aufbauorganisation. Der Kollege in Gelb aus dem Facility Management montiert auch die Tafel hier an der Wand. Diese Einfachheit der Struktur gibt auch jedem Mitglied dieser Organisation oder dieses Teams klare Zuständigkeit. Das vermeidet da lange Abstimmungen oder Diskussionen. Job Descriptions sind klar vergeben. Man weiß, wo links und was rechts ist. Man weiß, was auf seinem eigenen Teller liegt, was man zu bearbeiten hat und um was man sich auch nicht zu kümmern hat, weil dort muss man nicht hinschauen. Ginny, wenn du mit deiner Personbrille drauf schaust, Menschbrille, was entdeckst du da noch zusätzlich? Also wir haben ja immer noch sehr viele Organisationen, die sich genauso organisieren. Und das liegt sicher auch daran, dass es unbewusst einen Faktor in uns anspricht, der Sicherheit bedeutet. Das heißt, zum Beispiel diese beim Eingang, ne, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Ich kann mir sicher sein, dass nur Leute hier mich umgeben, die quasi eine Erlaubnis haben, eine Berechtigung hier zu sein. Das verschafft Sicherheit. Auch die Kleinteiligkeit der Struktur, ich sitze immer mit den gleichen vier Personen an meinem Schreibtisch und das ist auch jeden Tag so. Also auch diese Routinen, dieses, ich weiß, wem ich begegne, ich habe klare Zeiten, ich habe klare Rahmenbedingungen, all das schafft in uns unbewusst ganz, ganz viel Sicherheit und auch die Regeln, von denen du vorher gesprochen hast, Christian, sind ein immenser Beitrag, weil ich kann mich leicht orientieren. Ich weiß, was meine Verantwortung ist und wo sie auch endet. Und es entspricht ja auch dem Entwicklungsgrad, den ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft auch haben immer wieder. Nämlich unseren sozialen Anteilen, den Anteilen, die dieses gemeinsame, klare, überschaubare haben wollen und auch brauchen in dieser Entwicklungsphase unseres Lebens. Und damit sind wir bei 35, 40, 50% der Menschen, die das wirklich schätzen. Und deswegen ist es auch so erfolgreich. Und genau diese Personen richten sich ja dann auch ihren Arbeitsplatz ein. Das ist ihr kleines Zuhause. Da stehen persönliche Utensilien, vielleicht der Blumenstock auch noch dazu. Das ist mein Tisch. Wahrscheinlich ist es bis dorthin, gibt es überhaupt kein Mein am Weg da rein, vom Eingang bis dorthin. Aber dann komme ich an auf meinen 2, 3 Quadratmeter. Dann sehen wir da auch eine Uhr,
Es ist ja ganz viel geregelt auch und es gibt ja auch ganz viel Sicherheit, weil ich weiß, ich beginne um 9 und ich höre auf um 5. Das ist alles klar. Ich bin nicht fertig, wenn die Aufgabe fertig ist, sondern ich bin fertig, wenn die Uhr bimmelt. Es ist 17 Uhr und wir verlassen gemeinsam dieses Gebäude innerhalb von 5 Minuten vielleicht alle gleichzeitig. Weil das ist die Regel, die uns trifft und das hat natürlich auch was mit Pünktlichkeit, Genauigkeit, Aufgabenabarbeitung zu tun. Und dann liebe ich noch dieses Kabel, das da rechts runterhängt, wenn ihr selber euch vielleicht im Wimmelbild ein bisschen rauszoomt. Da hängt von der Vorstandsassistentin ein kleines Mikro runter. Die hat nämlich da unten was hängen. Und da geht es natürlich auch um Kontrolle in diesem Bezug. Das kennen wir natürlich aus den Führungskräften heraus. Aber da gibt es natürlich auch eine Verbindung ganz nach oben. Ich glaube, über Kontrolle, Christian, da fällt dir sicher auch noch was ein. So wie die Wände auch auf, der Raum aufhört, heißt auch so, mehr mische ich mich dort nicht ein, mehr hinterlasse ich auch nicht an Spuren, aber auch nicht an Kreativität, an Input, an Wissen, an Expertenwissen, an Fachinput. Und auf der anderen Seite hast du es als Unternehmen, naja, welche Ressource möglicherweise nütze ich dort auch nicht? Also welche Erfahrungen hole ich mir auch nicht ab, weil sie quasi in dem kleinteiligen Raum auch gut verwahrt bleiben. Und das heißt, der Grad einer Beteiligung, einer Partizipation ist dort ein sehr geringer. Das Lustige ist ja, dass wir in diesen Organisationsformen oft denken, dass wir eine sehr klare Trennung zwischen beruflich und privat haben. Und gleichzeitig ist es unbewusst aber auch gar nicht der Fall, weil ich mich ja automatisch, wenn ich in so kleinteiligen Formen zusammenarbeite, auf Muster zurückfalle oder Muster wähle, die ich aus meiner Familie kenne. Also das Interessante ist, finde ich, dass wir einerseits immer glauben, kognitiv, das ist ganz klar getrennt und Firma ist Firma und Privat ist Privat, aber vom wirklichen Handeln und von dem, wie wir miteinander umgehen, finden wir dort ganz stark oft familiäre Muster. Also ich gehe mit meinem Kollegen dann auf einmal um wie mit meiner Schwester oder meinem Bruder, weil das genau dieses Muster in mir hervorlockt. Ja, ich glaube, wir könnten uns da nur gemeinsam in alle möglichen Ecken vertiefen und würden noch einiges entdecken. Aber eigentlich wollen wir das gemeinsam mit dir und mit deinem Unternehmen machen. Wir wollen gemeinsam Neues, aber auch Bekanntes da drinnen entdecken und gemeinsam mit euch ein sehr individuelles Bild für euer Unternehmen von diesem Next Work erarbeiten. Und wir würden uns freuen, mit euch gemeinsam in so einen Workshop zu gehen. Und in dem Sinne, bis bald und auf ein freudiges Wiedersehen.